liebe Leute, es ist Zeit, in die Realität zurückzukehren. Ihr Kids schaut nur aufs Smartphone. Ihr verpasst das wirkliche Leben. Heute geht es weiter mit dem Thema Anpassung, und zwar mit dem Laubfrosch. Der Frosch ist ein wechselwarmes Tier. Das heißt, er passt seine Körpertemperatur an die Umgebung an. Dazu sehen wir uns jetzt ein kurzes Experiment an. Der Laubfrosch. Der Laubfrosch, eine faszinierende Kreatur. Der Laubfrosch ist ein wechselwarmes Tier. Er passt seine Körpertemperatur der Umgebung an. Don't try this at home. Setzt man einen Frosch in heißes Wasser, springt er sofort hinaus, weil er sonst sterben würde. Setzt man ihn allerdings in kaltes Wasser und erwärmt dieses ganz, ganz langsam, so bemerkt er die Veränderungen nicht, passt seine Körpertemperatur an und stirbt. Warum? Hat er die Veränderungen in seiner Lebensumgebung nicht bemerkt? So, wer hat jetzt wirklich aufgepasst und kann mir den Film zusammenfassen? Ja, Leonie? Das ist doch wie beim Klimawandel. Die Erde erwärmt sich, aber die Menschen ändern sich nicht. Das stimmt vielleicht, aber den Klimawandel machen wir erst nächstes Jahr. In diesem Film geht es... Aber nächstes Jahr ist es schon zu spät. Wir müssen jetzt etwas tun. Wir müssen uns jetzt ändern. Und wir Jungen tun jetzt schon etwas. Wir gehen jetzt auf die Straße. Sieht man, wie sich die Böden einfach verändert hat. Es wird immer wärmer. Das ganze Tag ist fast das Video. Ich habe auf Instagram ein Video mal gesehen. Das Video. Ja, da auch. Bis heute noch 50 Jahre. Oder das ist. Ja, das ist ganz schön.